Hallo zusammen, ich bin Julia von Farbcafé und einige haben mich gefragt, was es mit diesen Farbkarten da hinten auf sich hat. Deswegen mache ich heute ein Video darüber, wie man aus Dotcards, das hier sind Dotcards, also wie man aus solchen Dotcards solche Farbkarten erstellt. Die Farbkarten sehen dann so aus. Ich zeige das dann nochmal ganz genau, wie ich das gemacht habe. Und mit diesen Übersichtskarten kann man dann später seine eigenen Paletten zusammenstellen. Oder eben auch, wenn man jetzt bestimmte Projekte hat oder eine ganz bestimmte Farbe für etwas braucht, dann kann man somit ganz leicht die richtige Farbe finden, auch wenn man im Laden zum Beispiel keine Ahnung hat, wie die Farben wirklich aussehen. Ich habe hier meine Dotcard mit den neuen Farben von Schminke. Das heißt, neu sind von 2017. Und das hier ist die Dotcard. Bedeutet, dass hier ganz viele neue Kästchen sind, also neue Farben aufgelistet. Pro Kästchen gibt es dann einen kleinen Dot, also einen kleinen Punkt an reich pigmentierter Farbe. Das ist quasi die Farbe, die man auch in so einer Tube hat. Davon so ein kleiner Klecks da drauf. Wer sich mit Aquarellen ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass das super ergiebig ist, so ein kleiner Klecks. Das heißt, hiermit können wir dann wunderbar ein neues Farbsheet erstellen. Und mit diesem Farbsheet können wir dann im Anschluss entscheiden, welche Farben wir mögen, wie das dann alles aussieht. Und so können uns Dotcards helfen, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht wissen, welche Farbe wir haben wollen, weil im Laden sieht das ja immer alles ein bisschen anders aus. Und im Internet sowieso, wenn wir da nur diese Farbvorschauen sehen, die sehen ja auf jedem Monitor anders aus, dann hat man noch anderes Papier, das man benutzt. Oder, also ganz viele Sachen, die da noch mit reinspielen. Und die Farbwiedergabe auf den Verpackungen ist ja auch immer nicht so ganz das Wahre, also nicht das Gleiche, weil so eine Tube, die glänzt ja auch. Hier sieht man ja, dass hier durch die Oberfläche, dass es ein bisschen glänzt. Das heißt, wir haben hier auch überhaupt nicht den Farbton, so wie er dann auf mattem Aquarellpapier aussehen würde. Deswegen gibt es die Dotcards, mit denen können wir sehr günstig alle Farben ausprobieren, die es gibt. Jetzt am liebsten diese Dotcard, so wie sie ist, hier auf dieses Papier übertragen. Das sind hier 9 in die Richtung und 4 in die Richtung. Da fehlt jetzt eine. Und jetzt unterteile ich mir erstmal mein Papier. Ich benutze hier einfach ganz normales Malerkrepp. Mach mir hier erst einmal einen Rand. Jetzt glitzert und funkelt auch alles und man sieht auch direkt, dass ich nicht ordentlich gearbeitet habe. Ich mache zuerst mal die Farbdots und dann schreibe ich die Farben, weil ich die Farben dahin schreiben möchte, wo jetzt hier noch das Tape ist. Ich nehme jetzt hier einfach einen von meinen Pinseln, in dem Fall einen Da Vinci Pinsel, feuchte ihn mit klarem, sauberem Wasser an und gehe jetzt hier direkt auf meinen Farbklecks drauf und dann gehe ich hier in mein Feld rein und ziehe mir hier einen Verlauf. Jetzt gehe ich hier in meinen nächsten Ton rein, markiere ihn auch wieder mit dem Wasser, ganz normal, löse mir hier also ein paar Pigmente ab, dann gehe ich hier direkt auf mein Areal sozusagen und kann jetzt hier meinen Verlauf machen und so sehe ich dann ganz genau später, wie diese Farbe denn im Verlauf aussieht, wie sie dunkel aussieht und wie sie hell aussieht. Hierbei ist immer jetzt ganz wichtig, dass wir 2 Wassergläser haben, damit wir auch wirklich, wirklich, wirklich sauberes Wasser haben. Denn wir machen ja jetzt hier unsere Referenzfarben, aus denen wir dann auswählen, welche Farben wir für Projekte benutzen. Und das ist dann halt wirklich wichtig, dass wir, also falls wir halt eine Kaufentscheidung treffen, dass wir dann davon zum Beispiel eine ganze Tube kaufen wollen oder halt für ein Projekt die Farbe benutzen möchten, dann ist es halt hier jetzt wirklich richtig wichtig, dass wir wirklich die klaren Farben haben und nicht das Ergebnis durch verschmutztes Wasser irgendwie verfälschen. Jetzt habe ich hier Felder erstellt, die dann alle kleine Farbverläufe haben, von relativ deckend oder so deckend, wie es mit der Farbe eben geht, bis hin zu einer leichten Lasur. Und wenn das jetzt getrocknet ist, dann kann ich Washi-Tapes oder die Tapes abziehen und habe dann meine Farbmuster auf dem Papier
und hinterher werde ich dann beschriften. Jetzt im nächsten Schritt gehe ich hin und schreibe mir die Namen und die Nummern, die hier draufstehen, hier über meine Farben drüber, damit ich das dann später auch zuordnen kann. Haben wir aus unseren kleinen Dotcards unsere große Farbpalette erstellt und damit können wir jetzt sehen, welche Farbe wie genau aussieht und welche wir benutzen möchten. Mit Hilfe meiner Farbkarte kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und mir ganz genau anschauen, welche Töne miteinander harmonieren und welche ich zu Sets zusammenstellen möchte. Wenn ich alle Farben von einem Hersteller zum Beispiel als Dotcard habe, kann ich daraus große Sheets erstellen, also Bögen mit allen möglichen Farben drauf. Und hier habe ich mir für meine Candy Pastel Palette schon zwei Farben markiert. Da habe ich mir dann dran geschrieben, also mit dem C, dass sie für dieses Projekt schon mal sind. Das heißt, ich muss die Farben 526 und 524 zum Beispiel als Tube kaufen, weil ich die natürlich nicht einfach so in meinem 24er Farbkasten zufällig drin habe. Und so kann ich mir halt das unnötige Kaufen von Farben sparen, weil ich halt ganz genau weiß, wie die Farben später schon aussehen und muss das nicht davon abhängig machen, wie die zum Beispiel im Internet oder im Laden dann abgedruckt aussehen, weil das halt immer was ganz anderes ist. Und vor allem kann ich auch dann damit arbeiten, welche Papiere ich denn benutze. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und genau das gleiche Farbsheet jetzt nochmal auf einem rauen Papier machen, statt auf einem glatten oder halt auf einem Hot-Pressed statt Cold-Pressed. Da sehen die Farben ja immer noch ein bisschen anders aus. Und so kann man dann auch gute Vergleiche machen, wie die Farben auf welchen Papieren wirken und sich dann dementsprechend mit dieser Dotcard entscheiden, welche Farben man tatsächlich kaufen möchte. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und hilft dir dabei, deine Farben ab jetzt besser oder einfacher rauszusuchen und zu entscheiden, welche du kaufen möchtest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!